In diesem Land sind viele Menschen arm, können keine Steuern zahlen. Eine Folge: die Stadtkassen sind leer. Man sieht und spürt es. So eine Stadtteile wie Gaden hier, die werden dann einfach mal so kurz vergessen, ne? Dabei scheint es einigen wenigen nicht an Geld zu mangeln. Reiche Bürger in armen Städten. Luxus geht besser denn je. Das ist eine Patek Philippe-Uhr, kostet 87.000 Euro. 87.000 Euro. Aber Sie brauchen da jetzt keine Sorge haben, dass die Uhr nicht weggeht. Überhaupt keine Sorge. Wer Geld hat, kann oft die Spielregeln bestimmen. Ich sage, ihr könnt doch nicht, wenn ich euch eine Schenkung mache, noch bestimmen, ja? Sondern weder das Haus wird so gebaut, und wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr ja Nein sagen. Können unsere Volksvertreter in den Rathäusern überhaupt noch etwas entscheiden? Oder sind sie schon Marionetten der Millionäre? Oh Gott. Unsere Reise in die Welt der klammen Kommunen könnte überall beginnen. Wir haben uns für Lübeck entschieden und für eine Schulführung mit Angelo Kau, dem Hausmeister an der Geschwister-Prenzky-Schule. Fensterbretter gesplissen, notdürftig mit Silikon repariert. Der Putz fällt von der Wand, kann man sogar sehen. Hier der ganze Wasserschenkel, das hat, löst sich schon alles, das ganze Holz auf. Ja, jetzt sind wir in der Klasse 5D. Das sind die Schüler und Schülerinnen, die letztes Jahr hier neu angefangen haben. Dies sind Kinder, die irgendwann Steuern und Rentenbeiträge zahlen werden. Ein künftiger Etatposten für Lübeck. Kurz, hier sitzt unsere Zukunft und hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Von den vier Fenstern hier zur Sonnenseite, das sind drei verschraubt, weil die undicht waren und das Wasser da durchlief. Und die Lösung von der Stadt war, von außen Silikon vorzuschmieren und die zu verschrauben. Man kann sich überhaupt nicht konzentrieren, es ist viel zu heiß. Teilweise sitzen wir da schon so. Hier wird gespart ohne Ende und die Kinder leiden darunter und natürlich auch die Ausbildung. Ja, wir sitzen auch auf der warmen Seite. Die ganze Reihe. Und heute war uns auch schon so heiß und da dachten wir, haben wir uns so vorgestellt, wie wir uns das wünschen, mit einer riesen Gefriertruhe und überall Klimaanlagen und überall. Naja, heute Morgen ein Mädchen hier hochgekommen und hat gesagt, dass wir auf der Mädchentoilette heute nicht das Waschbecken benutzen können. Und das war halt auch ziemlich doof, weil wenn man auf Toilette geht, wäscht man sich ja auch die Hände. Auch die Toiletten stinken so doll und es gibt auch fast kein Klopapier mehr. Wenn man jetzt mal echt ganz doll muss, was macht man dann? Ich halte es aus, weil es stinkt so doll. Ja, und du? Ich war noch nie auf dem Klo, deshalb. Du warst hier noch nie auf dem Klo? Ja, deshalb. So. Wie man riecht, ist hier schon wieder ganz schön Dampf drin. Eine Ammoniakwolke, die es in sich hat. Lüften zwecklos. Eigentlich nur ekelhaft. Aus den Abflüssen, da kommt der Gestank raus. Von Jahrzehnten, ne? Tschüss. 70 Lübecker Schulen, 56 davon sind wie diese in einem derart schlechten Zustand. Und durchaus noch schlimmer. In dieser Stadt herrscht Sanierungsnotstand. Über 5 Millionen Euro müsste Lübeck aufbringen, um die Lage in den Griff zu bekommen. Wir sind verabredet mit der Schulsenatorin. Wir erwarten eine Frau, die weiß, dass Bildung das Gold der Zukunft ist und den Missstand an Lübecks Schulen beklagt. Aber wir erleben eine Politikerin, die sich mit dem Mangel arrangiert hat. Es wird unsere erste seltsame Begegnung mit der Kommunalpolitik. Die Kinder müssen von 8 bis 15, 16 Uhr in diesen Schulen sein. Manche gehen in dieser Zeit nicht aufs Klo, weil das so unwürdige Zustände sind. Warum machen sie da nichts? Wir machen da was, aber wir können nicht alle Toiletten gleichzeitig reparieren. Wir haben hohe Vandalismusschäden in den Toiletten. Und das machen nicht die städtischen Vertreter oder die Senatoren, die Toiletten kaputt. Wir haben hohe Kosten. Sechsstellige Kosten, was die Reparaturen von Dingen angeht. Und wir haben ein Programm, wo wir peu à peu die Toiletten sanieren. Aber das geht nicht an allen 70 Schulen gleichzeitig. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie alles schlechter wird. Das stimmt so nicht. Das ist ein Wahrnehmungsproblem. Wenn ich sehe, dass nach dem Krieg in Lübeck die Bevölkerungszahl sich verdoppelt hat,
innerhalb von 3 Jahren. Und für die Menschen musste Wohnraum geschaffen werden, musste Schule geschaffen werden. Die Leute haben da gibt es wunderbare Dokumente, die haben in Hütten geschlafen, in Nissenhütten und Ähnliches. Dann hat dieses Land einen unglaublichen Aufbau hinter sich. Nissenhütten aus Wellblech, eine lausige Erinnerung. Die neuen Nissenhütten Lübecks sind Schulen und Brücken wie diese. Eigentlich verbindet sie den Stadtteil Reke mit Lübecks Zentrum, ist aber total marode und nicht mehr befahrbar. Vor 6 Jahren, belegt ein Gutachten, hätte man sie noch recht günstig sanieren können. Seit einem halben Jahr kommen die 99 Reker nur noch zu Fuß rüber. Für die Menschen heißt das Umwege, Strapazen, kaputte Autos. Eine neue Hinterachse hat er schon gekriegt. Ja. Die haben sie gestern eingebaut. Auch für Gärtnermeister Heinz Klemke werden die täglichen Lieferungen zur Tortur. Mit Brücke war es einfach. 500 Meter rechts und er war schon in der Stadt. Seit Monaten muss er seine Blumen über holprige Buckelpisten fahren. Für eine Tour ist er manchmal 45 Minuten unterwegs. Früher waren es gerade mal 5. Über 3000 Kilometer Umweg, die Kunden bleiben weg. 30% Umsatzverlust, den ihm niemand ersetzt. Den Zeitdruck immer im Nacken. Ein Familienbetrieb, der die Weimarer Republik, 2 Weltkriege und die Nachkriegszeit überlebt hat. Und den jetzt die klammen Kassen seiner Stadt zum ersten Mal ernsthaft bedrohen. Ich verstehe auch nicht diese Komplettsperrung. Das will mir nicht in den Kopf. Man könnte sie vielleicht ablasten oder eine Behelfsbrücke. Heutzutage, wir sind ja im 21. Jahrhundert, ne? Und fahren hier über Wege, als wenn wir gerade den Krieg verloren haben oder was. Das ist eine Lieferung aus Polen. Und der polnische Fahrer, der war nun sehr entsetzt über die Straßenverhältnisse in Deutschland. Und über diese Umleitung, die nirgendwo ausgeschildert war und nichts. Und ja, der kam dann gestern Abend um 7 und war froh, dass er hier war. Und wollte dann bloß nach Hause, nach Polen, weil da die Straßen besser sind wie hier. Und dann ist er abgedüst. Ja, ich komme gleich. Wir sind gleich soweit. Ich komme. Jo, gut. Tschüss. Bürgerprotest in jeder freien Minute. Sie demonstrieren, alarmierten die Presse, opfern die knappe Zeit und Nerven, um dagegen zu kämpfen, abgehängt zu sein. Ja, dass man Infrastruktur vernachlässigt, ist ja schon die Regel in Lübeck. Es gibt überall Schlaglöcher, schlechte Straßen. Das Einmalige an diesem Vorgang war, dass man hier erstmalig gesagt hat, wir verabschieden uns für immer ersatzlos von einer Infrastruktur, von dieser Brücke. Irgendwann im Januar erfährt man über Facebook, nicht mal über eine Mitteilung der Stadt Lübeck, dass hier eine Brücke innerhalb von 14 Tagen zugemacht wird. Und das ist für mich ein Witz. Ich plane auch als Landwirt, wie ich meine Flächen anlege und das auf Jahre. Das ist bei uns ist das zum Beispiel mit den Erdbeeren. Ich habe meinen Betrieb hier in Hamberge, habe einen Teil meiner Erdbeerflächen in Lübeck-Reke und die Brücke ist hier mein Verbindungsglied. Und ich muss jetzt Umwege in Kauf nehmen, die hätte ich, wenn ich gewusst hätte, dass diese Brücke zugemacht wird, hätte ich das von vornherein ausgeklammert, weil das wirtschaftlich eine völlige Nullnummer ist. Abgehängt. Wie lange noch? Die alten Menschen hier brauchen mehr als zuvor die Hilfe der anderen. Die Ärzte, der Friedhof sind auf der anderen Seite der Brücke. Und wer kommen will, muss lange fahren, auch im Notfall. Martha Denker beschäftigt eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel mal krank wird. Ja, dann sieht es ganz schlecht aus, auch wenn der Arzt kommen muss, ne? Von Rheinfeld. Sonst ist der Arzt bei uns ja auch immer, wie mein Mann krank war, kam er ja jeden Tag. Wie das nun gewesen wäre, wenn das damals schon wäre, ich weiß das auch nicht, ob die denn so weit gefahren wären. Oder wenn mal ein Notfall ist, ne? Gerade wenn man ein bisschen älter ist, hofft man ja immer, dass man schnell erreicht wird. Das geht nicht schnell hier, ne? Hier, der Krankenwagen hier ist, das dauert. Macht Ihnen das Sorge? Ja, das stimmt. Und im Zentrum, unweit der Abgehängten, wandern erlesene Preziosen über den Ladentisch. Reiche und Superreiche kaufen Brillanten, Diamanten mehr denn je. Luxusgüter haben Konjunktur. Juwelier Gregor Wintersteller freut sich über seine steigenden Umsätze. Das ist zum Beispiel meine Damenuhr. Sind das echte Brillanten? Das sind echte Brillanten. So eine Uhr kostet dann auch 44.000 Euro. Und das kauft dann
der Herr seiner Frau. Das kauft zum Geburtstag. Oder Weihnachten. Und diese Produkte, die laufen nach wie vor ganz gut. Verkaufen sie gut? Das verkauft man sehr gut. Ja. Es gibt Leute, eben, die haben Spaß dran, viel Geld für schöne Dinge auszugeben. Mhm. Finden Sie, dass Reichtum und Geld gerecht verteilt sind in der Gesellschaft? Das finde ich gar nicht. Nein. Gut, die Politik ist ja heute dran, an der Schraube was zu drehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es hundertprozentig richtig, ja, dass die Verteilung muss etwas besser gelingen. Die Verarmung des Staates, der Aufschwung der Reichen, ist offenbar politisch gewollt. Abstecher in die Steuerwelt. In den letzten 15 Jahren gab es Steuergeschenke an Reiche und Unternehmer. Kleine versteckte und große, wie die Reform der Körperschaftssteuer, Senkung des Spitzensteuersatzes, Abschaffung der Vermögenssteuer. Wie groß die Löcher sind, die das in die öffentlichen Kassen reißt, hat noch niemand richtig ausgerechnet. Klar ist, dem Staat entgehen dadurch etliche Milliarden. Wer sich nicht wehrt, wird weggespart. 7-mal haben die Reker hier gestanden und protestiert. Jetzt hat man ihnen eine neue Brücke versprochen. Abgehängt auf Zeit. Ihre Empörung gilt dem Bürgermeister im fernen Rathaus. Er soll bitteschön, wenn er ein bisschen Schneid in den Knochen hat, es lassen, noch mal Bürgermeister zu werden. Weil er ist kein Bürgermeister für die Hansestadt. Er ist für mich eine Marionette, der dort auftritt mit einer Zigarette oder Zigarre in der Hand und Rotspungen trinkend. Und tut mir leid, wenn ich das so salopp sage, so ein Mann kotzt mich an. Wir besuchen den Lübecker Finanzausschuss. Nebenbei bemerkt, die Toiletten hier sind in einwandfreiem Zustand. Die Stimmung ist gut. Seit 13 Jahren ist Bürgermeister Bernd Sachse im Amt. Sonnenkönig, sagen die Leute hier. Das Schicksal seiner Reker Bürger scheint bedauerlich, aber nicht wirklich besorgniserregend. Es ist ja nicht so, dass die Reker abgeschnitten sind. Es ist ja Reke nicht eine Insel geworden dadurch, sondern sie müssen einen Umweg fahren. Das ist sicherlich ärgerlich. Ja, das ist ärgerlich, aber andere Leute müssen auch große Entfernungen zurücklegen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen oder sonst wohin. Man hat ja schon 2006 gewusst, dass die Brücke sanierungsbedürftig ist. Da hätte man für eine relativ kleine Summe das reparieren können. Jetzt muss man richtig Geld in die Hand nehmen, weil die ganze Brücke tatsächlich richtig baufällig ist. Ist das klug gewesen? Das ist nicht eine Frage, ob das klug ist, sondern es ist eine Frage, was kann man finanzieren? Welches Geld hat man? Natürlich kann man jede Investitionsmaßnahme mit neuen Krediten finanzieren. Ob das der Stadt am Ende wirklich hilft, ist dann aber eine andere Frage. Aber es ist ja jetzt viel teurer, als es ursprünglich gewesen wäre. Von daher finde ich die Frage, ob das klug gewesen ist, schon gerechtfertigt. Also wenn das Geld da gewesen wäre, hätten wir 2006 saniert, natürlich. Die Reker zogen schlicht den Kürzeren, denn Geld bekam ein anderer, ein Multimillionär. Das Familienunternehmen Dräger nämlich wollte zur selben Zeit expandieren und drohte mit Wegzug. Die Stadt fürchtete, den wichtigsten Arbeitgeber Lübecks zu verlieren und erfüllte alle Forderungen. Stefan Dräger brauchte Platz für eine neue Firmenzentrale und die Ratsherren überließen ihm kurzerhand eine Durchgangsstraße und zahlten sogar die Kosten für die notwendige neue Umgehung, rund 8,4 Millionen Euro. Ein Interview lehnt Stefan Dräger ab. Sogar Außeneinstellungen seien nicht erlaubt, heißt es. Aber wir kennen das Presserecht und lassen eine kleine Drohne fliegen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Die private Dräger-Villa sitzt der Familie auf der einen Seite, ein paar hundert Meter weiter das familieneigene Werk. Dräger expandierte auf der Durchgangsstraße und wohnt, schöner Nebeneffekt, jetzt angenehm ruhig. Durch diese Veränderungsmaßnahmen an der Straßeninfrastruktur ist eine große Investition bei Dräger möglich geworden mit zusätzlichen Arbeitsplätzen. Es sind Produktionskapazitäten aus USA hierher zurückverlagert worden. Also alles in allem hat der Standort enorm davon profitiert, dass es damals zu dieser Vereinbarung gekommen ist, für die ich damals sehr dankbar war und heute noch sehr dankbar bin. Also auch profitiert hat natürlich Dräger, deren Privatvermögen ist in den letzten Jahren um 50 Millionen angewachsen. Was denken Sie darüber, dass natürlich dieser Profit, der da gemacht wird, eigentlich nicht zurückfließt an die Stadt? Ich muss Ihnen gestehen, dass ich über das Privatvermögen der Familie Dräger nicht informiert bin, auch gar nicht unbedingt informiert sein will. Warum nicht?
Warum soll ich das wissen wollen? Es sollte Sie vielleicht deswegen interessieren, weil diese Schere Arm-Reich in Deutschland immer weiter auseinandergehen. Und in dem Maße, wie kommunale Schuldenberge wachsen, wachsen die Vermögen von wenigen Wohlhabenden. Verstehen Sie, wie ich meine? Ich verstehe den Plattengedanken. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, die Stadt hat in den 70er, 80er, 90er Jahren 25.000 Arbeitsplätze verloren. Nun wäre die Möglichkeit gewesen, dass wir weitere 5.000 oder 10.000 verlieren. Ich habe mich überhaupt nie unter Druck gesetzt gefühlt, um das vielleicht auch mal zu dementieren. Aber natürlich war ich bestrebt, Träger zu überzeugen, dass Lübeck für sie der ideale Standort ist, weil ich es nicht riskieren wollte und nicht konnte und auch nicht durfte, wie ich glaube, dass wir noch weitere Arbeitsplätze verlieren. Die verschuldete Kommune zahlt, das Unternehmen wächst, die Familie profitiert erheblich. Und trotz der neuen Arbeitsplätze sind Lübecks Kassen leerer denn je. Ist das gerecht? Wirklich ein platter Gedanke? In Bremen suchen wir Rat beim Wirtschaftsexperten. Man muss ja auch dann ernsthaft die Frage stellen, würden die wirklich, wenn die Umgehung nicht so klappt, wie Sie sich das vorstellen, würden die wirklich im Grunde genommen die Fabrik abbauen, das Werk abbauen, irgendwo anders hinziehen? Da wird auch oft gespielt, da werden auch oft Ängste erzeugt. Das muss man sich dann sehr realistisch anschauen. Aber da muss vor allem eine Auseinandersetzung stattfinden. Das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Gründe, dass die Vermögenden mit negativer Wirkung auf die Kommune in den letzten Jahren geschont worden sind und nicht in die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur einbezogen worden sind. Wir haben gerade auf kommunaler Ebene so eine Spaltung zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum. Öffentliche Armut, marode Schulen und Brücken. Die Stadt kann ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten nicht mehr erfüllen. Wer was bewegen will, muss auf Spender, Stifter, auf Menschen mit privatem Geld und Engagement hoffen. Das erzählen uns viele, nicht nur der Direktor der Prenzky-Schule. Aus der Stadtkasse ist nicht mehr zu holen, eine bittere Gewissheit. Und das ist ja nicht nur bei den Toiletten so, wir haben einen Fehlbedarf von zwei Unterrichtsräumen, die wir dringend benötigen seit Jahren. Und von Jahr zu Jahr werden die Baumaßnahmen wieder in die Zukunft verschoben. Jetzt im Moment liegen wir bei 2015. Und bis dahin ist alles ein Provisorium. Und das kostet sehr viel Kraft. Ohne das Geld der Lübecker Millionäre läuft nichts mehr, erfahren wir. 90.000 für die Außenanlagen kamen von einer der wichtigsten Stiftungen Lübecks, der Possehl-Stiftung. Der Name der Stiftungschefin wird stets mit Ehrfurcht ausgesprochen. Das heißt immer, wenn man sich umhört in Lübeck, die Frau Menken von der Possehl-Stiftung ist eine der wichtigsten und mächtigsten Frauen hier in der Stadt. Ist das so? Das würde Frau Menken nie unterstreichen. Sie ist ja eine sehr bescheidene und sehr sachgemäß und zurückhaltend auftretende Frau. Aber wenn Frau Menken kommt, dann habe ich Zeit. Das ist ganz klar. Auch wir nehmen uns Zeit für Frau Menken. Die Possehl-Stiftung. Das Geld der Stiftung wird in der Privatwirtschaft erwirtschaftet. Rund ein Fünftel der Gewinne, so verfügte es einst der Lübecker Kaufmann Possehl, kommen der Stadt Lübeck zugute. Für Häusersanierung, Bildung, Kultur. Großzügig fangen sie auf, was der Stadt fehlt. Frau Menken verspätet sich. Nicht schlimm, wir haben Zeit. Hallo. Guten Morgen. Ich hasse früh aufstehen, aber ich bin ihretwegen schon viel massiv aufgestanden. Das ist eine Bombenleistung für mich. Renate Menken arbeitet auf der Gewinnerseite. Sie spricht gerne mit uns, weil sie Gutes tut. Jährlich verteilt sie 20 Millionen Euro in der Stadt. Rund 700 Anträge, kaum einen muss sie ablehnen. Die kommunale Kasse ist leer. Das ist ja, und es ist klafft ein Riesenschuldenloch. Wie sieht es mit Ihrer Stiftungskasse aus? Wie sind Sie aufgestellt? Meinen Sie, wie viel Geld wir haben? Ja. Wir sind gut aufgestellt. Sehr gut. Und ist es eher steigend oder kämpfen Sie auch eher steigend? Ja. Wie kommt das? Der Konzern wächst. Damit wachsen die Gewinne. Und alleinige Aufgabe des Konzerns und der Leitung hier im Haus ist es, die Arbeitsplätze zu erhalten,
die Firma gesund zu erhalten und Mittel für die Stiftung zu erwirtschaften. Die Steuergesetze machen die Unternehmen immer mächtiger. Mit der Stadt, so sagt Renate Minken, arbeite sie auf Augenhöhe zusammen. Aber immer öfter scheint sie das Zepter in die Hand zu nehmen. Auch im Toilettenfall, zum Wohle der Schulkinder. Wenn die mir sagen, sie schieben es in den Haushalt 15, 16 und auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, dann ist bei uns hier die Geduld oder das Mitertragen zu Ende. Wir möchten es einfach unseren Kindern nicht mehr zumuten. Und ob dann sich der Schulträger darum drückt, also es nicht will oder es nicht kann, ist für uns irrelevant. Kalkulieren Politiker wie hier in Lübeck mit den vermögenden Gönnern? Ist da wirklich nichts mehr in der Stadtkasse? Es gibt nur wenige, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Der grüne Spiridon Aslanidis sitzt seit 3 Jahren im Finanzausschuss und gibt zu, der Blick in die finanzielle Zukunft seiner Heimatstadt habe ihn das Fürchten gelehrt. Und ich sage mir, ja Leute, die Situation ist so grausam. Ende 2016 brauchen wir 780 Millionen Kredit als Stadt. So, abgesehen davon, dass es noch eine Finanzkrise dazwischen kommen kann, aber auch schon so wegen Basel III und ein paar andere Geschichten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir diese Kredite nicht zu 100% bekommen werden. Und dann wird es ein Tagsmontag sein, Montag, 8 Uhr, und die Stadtkasse wird sagen, wir haben keine Mittel in der Kasse. So, das kann nicht bezahlt werden, dies kann nicht bezahlt werden und das andere auch nicht. Und das ist nicht bewusst, das ist nicht einmal Parteileuten, die aktiv sind, es nicht so bewusst ist. Und der Bürgermeister? Unser Eindruck ist, der Sozialdemokrat steckt in einem Dilemma. Zwischen dem Wunsch nach gerechter Verteilung und tiefer Abhängigkeit von den reichen Bürgern seiner armen Stadt. Nie würde er eine Vermögenssteuer fordern oder an der Erbschaftssteuer schrauben wollen. Mit den Stiftern will er es sich nicht verscherzen. Wir haben die erfreuliche Situation, dass wir in Lübeck eine Reihe von Stiftungen haben, die mit sehr viel Geld immer wieder helfen, die schlimmsten Notlagen auch zu beseitigen. Das sind Stiftungen, die zum Teil bis hin zu 2-stelligen Millionenbeträgen im Jahr zur Verfügung stellen können für all solche Ausgaben. In Anbetracht der Finanzlage der Stadt selbst würde es hier noch sehr viel schlimmer aussehen, wenn wir diese Unterstützung nicht hätten. Und ich weiß, dass viele meiner Kollegen, Bürgermeister aus anderen Städten, mich darum beneiden, dass diese Möglichkeit immer noch gegeben ist. Beneidenswerte Situation? Der Journalist Kai Dordowski von den Lübecker Nachrichten beobachtet seit 15 Jahren die Kämpfe ums Geld. Die Machtgefüge verschieben sich. Die Politik kann das Gemeinwesen kaum noch aktiv mitgestalten. Wir beobachten schon lange fest, seit vielen Jahren, dass da eine Ermüdung eingetreten ist. Viele Politiker sind sehr lange dabei, haben viele Kämpfe gefochten, haben viele Sparlisten diskutiert und haben, ich glaube, sich auch in das Unvermeidliche gefügt. So wie wir auch als Beobachter auch nicht so richtig wissen, wie man aus diesem Schlamassel eigentlich jemals wieder rauskommen soll. Die Stadt überlässt ureigene Aufgaben, den Erhalt der Infrastruktur, privaten Investoren. Die öffentliche Hand verkauft in ihrer Not das Tafelsilber, stößt Immobilien ab für schnelles Geld. Überlässt seine Bürger privaten, profitorientierten Wohnungsunternehmen. Auf der Straße in Lübeck-Meusling treffen wir Werner Schwendt. Er zeigt uns, wie er leben muss, seitdem sein Haus an den privaten Investor Deutsche Ennington ging. Klingel, Schließanlage. Geht seit Dezember nicht. Gucken Sie da rein. Kann jeder Tag täglich rein und raus gehen. Hier, das ist so. So sieht das sonst aus. So sieht das hier. Ich sag mal, heute ist nach 3 Monaten das erste Mal gereinigt. Das ist hier so hochsand gewesen. Ich kann Ihnen das alles belegen. Hier ist gebrannt, das ist die Ecke. Nur Müll und Mist und Dreck. Das glaubt immer keiner. Das ist traurig, wenn man hier als ältere Person wohnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sowas. Und deswegen hat Werner Schwendt alles fotografiert. Jeden Tag kämpft er hier um seine Würde. Der Aufzug ist ständig kaputt. 30 Jahre hatte er gearbeitet, seit einem halben Jahr ist er arbeitslos. Und jetzt rutscht er auch noch in den Sog der Ghettoisierung, weil sein Haus offenbar aufgegeben wurde.
Der Hausbesitzer Deutsche Ennington behauptet uns gegenüber, alles sei im besten Zustand. Ich kann Ihnen auch gerne, wenn Sie wollen, mal meine Wohnung zeigen. Nicht, dass Sie denken, es ist wohl nur asozial, oder? Aber der größte Teil ist weg, kann so. Erschreckend, wie das hier sich die letzten 5 Jahre verändert hat. Die alle 3 Häuser gleichzeitig aber. Nicht nur das unser einzeln, auch die beiden da hinten. Ne? Mir ist das Wasser so von der Decke runtergekommen. Irgendwo im Haus war noch Rohrbruch. Hm. Da habe ich 15 Monate drauf gewartet, bis man das gemacht hat alles. Und hier in Küche auch. Hm. Ich habe natürlich Mietminderung gemacht und alles. Und da hat man mir auch bedroht, aber... Wenn Sie Geld hätten, die Chance hätten, wären Sie hier weg, ne? So wie sich das hier entwickelt, ja, auf jeden Fall. Sehen Sie eine Chance für sich, da wegzukommen? Im Augenblick nicht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man hier leben muss, wo man eigentlich nicht mehr leben will? Das ist ja gerade das. Das wird einem sogar noch vom Arbeitsamt vorgeschrieben, wo man wohnen darf. Das kann es doch wirklich nicht sein, ne? Ich darf nicht ausziehen ohne Genehmigung des Amtes. Ja, es ist deprimierend und beklemmend. Macht einen auch krank, ne? Ja, ist leider so. Hm. Wir sind am Timmendorfer Strand vor den Toren Lübecks. Hier streitet die arme Gemeinde mit einem reichen Bürger. Ein schönes Beispiel für die Macht des Geldes und die Ohnmacht der Politik. Der Millionär Jürgen Hunke lebt hinter den Dünen in extravaganter Architektur. Ein paar Häuser weiter, direkt an der Promenade, verkauft sein Mikado-Verlag Fernöstliches und Spirituelles. Ein gutes Geschäft mit der buddhistischen Harmonie. Wir haben einen Termin bei Jürgen Hunke. Sein Reichtum erwarb er sich mit zweifelhaften Methoden, kam in die Kritik wegen unseriöser Versicherungsgeschäfte, wegen Drückerkolonnen. Für die Gemeinde Timmendorf glaubt er, ein Segen zu sein, weil er hier investiere und fördere. Jürgen Hunke sieht sich selbst als Selfmade-Mann, der jeden Cent hart erarbeitet habe. Wer will, der kann, sagt er, und reich werden ist für ihn eine Sache der Einstellung. Wir würden es immer gerne treffen, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Die Leute wollen das natürlich nicht gerne hören. Ne? Wer will was nicht gerne hören? Die meisten Menschen, mit denen man so spricht, die wollen nicht hören. Früh aus dem Bett. Ne? Ja? Ein früher Vogel fängt den Wurm. Ich stehe seit 40 Jahren jeden Morgen um 5 Uhr auf. Ja? Mhm. Ja. So, dann mache ich Sport, 2 Stunden, das leiste ich mir. Da geht es mir gut. Ich leiste mir seit 35 Jahren jeden Morgen 2 Stunden Massage. Jeden Morgen. Ne? Ja? Also 5-mal die Woche. Ne? So, dann bin ich fit, dann mache ich Sport. Dann 2 Stunden? Gesund, jeden Tag. Oh, ist ja der Hammer. Ja, ich bin anders als andere. Ja, organisiere. Ich habe 2 Masseure, einen in Hamburg, einen hier. Das ist alles überhaupt kein Problem. In Hamburg in Lübeck gibt es 100 arbeitslose Masseure. Und die freuen sich, dass sie zu mir kommen können. Und für einen guten Kurs können sie dann mich massieren. Ne? Ja? Dann lese ich meine Zeitung, 4-5 Zeitungen am Tag. Ja, dann mache ich dies, dann lese ich Bücher, dann mache ich jedes und so. Alles so. Um mich muss sich keiner Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen um andere. Mhm. Er sieht sich als Mäzen für die Gemeinde, der selbstlos den Timmendorfern ein Geschenk machen will. Uneigennützig, die Idee eines Visionärs. 1 Million Euro für ein Teehaus auf dem Brückenkopf der Timmendorfer Seebrücke. So, und das ist praktisch von hier. Hier ist praktisch die Brücke. Ne? Mhm. Geht man rein und so. Dann was soll nach Ihren Vorstellungen da rein? Was hätten Sie da gerne? Ja, nur Kunst, Ausstellungen, Kunst, Lesungen und solche verschiedenen Geschichten. Mhm. Ne? So ganz in Glas und das ist ganz weiß. Das strahlt dann über die ganze Lübecker Bucht. Ne? Das wäre in der Mitte. Das wird alles nur in Licht und so. Und dann kommen die Leute von hier und gehen da rein. Ne? Und die wollen auf einmal eine Speise- und Schankwirtschaft da bauen. Ne? Eine Speise- und Schankwirtschaft, wo er fernöstliche Künste präsentieren will. Das Problem ist, das wollte er eigentlich auch am Anfang. Er schenkt der Gemeinde das Teehaus, betreibt die Gastronomie und die Gemeinde baut die Brücke, legt die aufwendigen Anschlüsse, die es braucht für sein Bistro. Doch dann änderte der Millionär seine Pläne, wollte von Gastronomie nichts mehr wissen, zum Erstaunen der Gemeinderatsmitglieder. Als das dann alles fertig war, hörten wir von Herrn Hunke, dass er sich das etwas anders überlegt hätte und also auch keine Gastronomie mehr machen wollte, sondern auch nicht mehr das Teehaus für die nächsten
15 bis 25 Jahre selber betreiben, sondern uns das überlässt und ansonsten uns eine Million in Form von Baumaterial oder auch Bargeld gibt. Und wir sollen dann selbst sehen, wie wir einen Investor finden, um das alles zu vollenden und weiterhin zu betreiben. Warum verhält er sich so? Was glauben Sie? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Herr Hunke im Laufe der Planung festgestellt hat, dass sich so ein Teehaus auf keinen Fall wirtschaftlich betreiben lässt. Und dass er dann diese Kosten, die jetzt auf die Gemeinde zukommen müssen, Sie haben es gesehen, die liegen bei über 3 Millionen Euro für die gesamte Nutzungslaufzeit, dann auf die Gemeinde abzudrücken, aber trotzdem sich seinen orientalischen Traum, sage ich mal, am Meer verwirklicht und sich damit brüstet, sage ich mal, als Mäzen letztendlich dann aufzutreten. Herr Babylon, du hast immer recht, so komm, schrei. Mhm. Hunke regt sich auf, ist sauer. Er will ein Teehaus schenken und jetzt läuft's nicht so, wie er will. Was habe ich alles schon, will das gar nicht aufzählen, will auch kein Dank und gar nichts dafür. Das habe ich auch aus Überzeugung gemacht, dass ich immer mich gemeinschaftlich engagiert habe, immer. Ich habe so vielen Leuten geholfen und Vereinen und so, will auch gar keinen Dank. Aber manchmal, die verstehen es auch dann nicht. Ne? Dann machen sie, fangen sie an, auf einmal formalistisch zu werden, in Ausschüsse und dann diskutieren sie. Dann wollen sie kleinen Finger die ganze Hand. Ich sage, ihr könnt doch nicht, wenn ich euch eine Schenkung mache, noch bestimmen, ja? Sondern weder das Haus wird so gebaut und wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr ja Nein sagen. Sie können nicht mehr Nein sagen. Die Zuleitungen sind für 800.000 Euro Steuergelder gelegt. Und Jürgen Hunke fordert, jetzt soll das Teehaus auch den Namen seines Unternehmens Mikado tragen. Die 200.000 Touristen im Jahr sollen sehen, wer der edle Spender der Brücke war. Sie wollten das dann auch Mikado-Haus nennen? Sorgt man da nicht für Provokationen? Wieso Provokation? Das ist ja im normal. Prinzip dann eine Werbe, quasi eine Dauerwerbung für Ihre Firma, muss ja, Ihren man Verlag. Muss ja, nee, das ist halt mit Werbung, das ist ja wieder Kleinmädchen, Kleinkinderpolitik. Jede Sache hat einen Namen. Jeder Sportverein, der ein Stadion gebaut wird und so, kriegt dann einen Namen. Das ist ja natürlich ein Teil, wie solche Dinge ablaufen. Mhm. Aber wenn man kein Argument mehr hat, kommt man mit sowas. Ne? Also ich finde besser Mikado als Jürgen Hunke. Ne? Ja, das möchte ich nicht. Mhm. Da ich das so lange gemacht habe, ein anderer, der würde verrückt daran, ne? Ja? Aber es stört mich nicht, weil am Ende wird es doch gebaut. Richtig. Und die Folgekosten trägt die Gemeinde. Ach ja, mittlerweile interessieren sich Kieler Staatsanwälte. Jürgen Hunke soll Gemeinderatsmitgliedern 80.000 Euro Spenden geboten haben, damit sie seinem Projekt zustimmen. Er selbst spricht von Verleumdung. Reiche Bürger nehmen arme Städte in die Zange. Jetzt sind wir in Kiel. In einer beliebten alten Kleingartenanlage. Leer, verwüstet. Was ist passiert? 18,5 Hektar Artenvielfalt. Ein Paradies, sagen die Leute hier. Doch dann entdeckte Möbelbaron Kurt Krieger dieses Gelände für sich und seine Firma. Er hatte kein Auge für alte Apfelsorten, sondern sah nur die Nähe zum Konkurrenten IKEA. Offenbar gemäß seiner erprobten Marktstrategie, wo IKEA ist, bin ich oder niemand, beschloss er, sich genau hier dieses Gelände zu sichern, um einen Möbelkraft- und Skontoladen aufzubauen. Zum Entsetzen der Kleingärtner kaufte er der klammen Stadt Kiel dieses Grundstück ab, reservierte es sozusagen für rund 950.000 Euro. Wenn das alles wegkommt, die Hecken kommen weg, das sind Sauerstoffträger, die bringen Sauerstoff, die Bäume, das Gras. Tja. Das wird alles so entschieden, fertig, müssen wir das hinnehmen. Und hinnehmen müssen wir das nicht, aber machen Sie mal was gegen. Eine Handvoll lehnt sich auf. Viele wollten die Ausweichgärten nicht akzeptieren. Sie haben hier gefeiert, gelacht, gelebt, wollen nicht aufgeben. Es sind Freundschaften entstanden, die hier auf einmal zerbrechen und auseinandergehen. Wir alle, die ja versuchen, im Kleingartengebiet ein bisschen Abstand zu finden, wir geben vieles damit auf. Eigentlich sollte Krieger das Gelände bewahren, beschützen bis zum ersten Spatenstich. Denn das Möbelhaus Kraft braucht nur einen kleinen Teil des Geländes. Der Bebauungsplan ist in weiter Ferne. Sie hätten hier bleiben können, aber sie fühlten sich vertrieben vom Möbelstrategen. Ich wollte ja hier bleiben. Ich wollte auch bis Ende des Jahres hier bleiben. Und dann sagt man mir, Sie können ruhig da bleiben, aber Ihre Kündigung kommt eh. Was mir aus der Versammlung noch in den Ohren klingt, ist, dass immer wieder gesagt wurde vom Bürgermeister, es ist noch gar nichts entschieden. Wir stellen ja nur den Aufstellungsbeschluss her. Mehr tun wir ja gar nicht.
Es gibt, wie gesagt, ja noch keine Bürgerbeteiligung. Die kommt noch. Die kommt auch irgendwann, und zwar eben für ein verwahrlostes, vandalisiertes Kleingartengelände, was in der Bevölkerung schon gar keine Rolle mehr spielt und wo die Bevölkerung schon längst durch die hiesige Presse darauf eingenordet ist, dass alles entschieden ist. Warum macht die Stadt dieses Spiel mit? Im Kieler Branchenbuch finden wir 29 Möbelgeschäfte, im Umland weit mehr. Verhandlungen mit der Stadt ohne Bürgerbeteiligung. Es scheint, als hätte Krieger leichtes Spiel gehabt. Also ich denke, das ist ein Raub, der hier einfach stattfindet. Ich meine, das ist ein riesengroßes Grundstück und ich finde, das ist auch mein Teil der Stadt. Da habe ich Mitspracherecht. Das kann man nicht einfach so hinter meinem Rücken entscheiden. Ich darf nur noch erinnern, als wir im Rathaus bei der Versammlung waren, dass das noch nicht reif war, das Gelände abzugeben, dass dann der gute Mann von Möbelkraft oder von Krieger dann sagte, ja gut, wenn wir das Stück nicht kriegen, dann gehen wir weg von Kiel. Das war so gesagt worden. Also dann gehen wir weg. Also das war praktisch eine Erpressung. Ja, so war es erfüllt. Und ein Politiker, der kann sich nicht auf Erpressung einlassen. Der ist von der Bevölkerung gewählt und kann nicht einfach umfallen und sagen, ja gut, dann machen wir das eben. Freitagnachmittag, Feierabend im Kieler Rathaus. Wir sind mit dem Bürgermeister verabredet. Hinter den Kulissen heißt es, man greife hier nach jedem Strohhalm. 736 Millionen Schulden hat Kiel, 11% Arbeitslosigkeit. Verkehrte Welt. Wir werden einen grünen Bürgermeister erleben, der die Vernichtung einer Kleingartenanlage verteidigen wird und von Erpressung nichts wissen will. Der Vertreter von Krieger hat gesagt, wenn Kiel uns da nicht entgegenkommt mit dem Grundstück, dann gehen wir woanders hin. Ja, das hat er mal so sinngemäß geäußert. Ja. Wie finden Sie das, wenn ein Investor sowas sagt? Dass es Ausspielen vom Markt macht. Werden Sie da erpresst? Nein. Also ich persönlich ja sowieso nicht. Das ist ja die Frage, die dann die Ratsversammlung zu beantworten hat. Aber wenn ein Unternehmen sagt, dann gehe ich woanders hin, das spielt für mich keine Rolle. Für mich ist die Fragestellung, ist die Ansiedlung für uns sinnvoll? Ist es eine Ansiedlung, die zum Wohle der Landeshauptstadt Kiel ist? Sie haben IKEA. Sie haben verschiedene kleinere Möbelhäuser und Sie haben Möbelkraft eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt in Bad Segeberg. Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass Kiel einen neuen großen Möbelmarkt braucht? Ja, zum einen hat es das Einzelhandelsgutachten ausgewiesen. Das ist eine sehr lange Untersuchung gewesen, die wir veranlasst haben. Erstens. Zweitens, wenn Sie mich persönlich ansprechen, dann muss ich Ihnen sagen, ich habe meine Möbel in Dodenhof gekauft. Und dann habe ich mich 70 Minuten auf die Autobahn bewegt, um dort Möbel auszusuchen. Ich finde, das ist für mich jedenfalls ein haltloser Zustand. Ich fahre nicht gerne Auto und ich fahre schon ganz ungern Auto, um mir Möbel zu kaufen. Wenn ich diesen Möbelladen vor der Haustür hätte, wäre es für mich viel passabler. Könnte ich mir Fahrrad hinfahren. Wenn Möbelkraft kommt, glauben dagegen die Kritiker, kommen Versiegelung, Parkplätze, erhöhtes Verkehrsaufkommen. Rund 10% des Umsatzes wird laut Einzelhandelsgutachten aus dem Umland nach Kiel gelenkt. Kunden, die nicht mit dem Fahrrad anreisen. Was hat Kiel tatsächlich von diesem Handel? Was bietet Krieger der Kommune? Wir fragen ihn und bekommen weder ein Interview noch eine schriftliche Stellungnahme. Uns wird der Kaufvertrag zugespielt. Das ist ja ein Vertrag zwischen der. Darin die Absichtserklärung, gute Arbeitsplätze schaffen zu wollen. In Bad Segeberg treffen wir den ehemaligen Bürgermeister und heutigen Politberater Udo Fröhlich. Wollen ihn fragen, was von dem Versprechen zu halten ist. Möbelkraft hat hier seinen Stammsitz. Bekräftigt Krieger die Absicht, mit der Umsetzung des Vorhabens mindestens 250 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen zu wollen. Schaffen zu wollen. Er verspricht ja nicht das Ergebnis, sondern er verspricht sein Bemühen. Das zu beweisen, dass er das nicht getan hat, das ist schlichtweg nicht möglich. Also das heißt, das kann man auch man quasi, wenn er sich darauf beruft. Wenn man sich darauf berufen wollte, würde ich als Herr Krieger sagen, ich habe mich immer bemüht, an der Grenze dessen, was wirtschaftlich zumutbar ist, Vollzeitarbeitsplätze zu schaffen. Aber ich habe ja nicht zugesagt, dass ich sie in der Buchhaltung habe. Mhm. Jedenfalls lese ich das so heraus. Aber warum liest es offenbar
es ist die traurige Situation, in der man Graues als Weiß sieht, obwohl es grau ist. Das ist die Hoffnung, die manches verklärter erscheinen oder erkennen lässt, als es tatsächlich ist. Das Mutterhaus Möbelkraft in Bad Segeberg, das größte Möbelhaus Norddeutschlands. Übrigens nur eine halbe Stunde von Kiel entfernt. Ein Hoffnungsträger? Der Möbelunternehmer genießt bei den Gewerkschaften einen miserablen Ruf. Wir treffen einen Mitarbeiter, der um seinen Job fürchtet, wenn er offen spricht. Besonders in den Randbereichen wird nicht nach Tarif gezahlt, sagt er. Da wird freie Wahl gezahlt. Der Stundenlohn liegt dabei 6,50 Euro und eine 47-Stunden-Woche ist da normaler Durchschnitt. Im Möbelverkauf arbeiten wir mit Provisionssystem. Das unternehmerische Risiko tragen wir, die Mitarbeiter. Die Gewerkschaft Verdi bestätigt. In flauen Zeiten sinke das Gehalt auf minimale Sockelbeträge. Betriebsräte würden unter Druck gesetzt, nur weil sie Tariflohn fordern. Wir fahren ungehindert in die Gartenanlage in Kiel. Die Eingänge zum Gelände sollten eigentlich längst versperrt sein, um die Gärten vor Vandalismus zu schützen. Verantwortlich dafür der neue Besitzer. Wenn Möbelkraft diese Auflage, die Sie auch von Möbelkraft erwarten, schon nicht erfüllt, diese kleine Sache, wie können Sie dann davon ausgehen, dass Möbelkraft all diese anderen Absichtserklärungen, die im Vertrag dann stehen, erfüllen wird? Also bislang haben Sie sich vertragstreu verhalten. Wir haben jetzt auch gerade die Sicherungsmaßnahmen noch mal verschärft, beziehungsweise Möbelkraft hat sie verschärft. Wo sieht man das? Man sieht es daran, dass die Zugänglichkeiten gestoppt worden sind. Also wir sind heute mit dem Auto da reingefahren. Dann haben Sie sich illegal verhalten, das soll man nicht tun. Es war alles offen, war auch kein Verbotsschild. Also, ja, also Möbelkraft hat schon auch die Aufgabe, das abzusichern. Diese Verpflichtung schon nicht einhält, wie kommen Sie darauf, dass die anderen Verpflichtungen eingehalten werden? Das kann ich Ihnen in der Tat nicht sagen. Wir möchten mit den Bürgermeistern nicht tauschen. Ein Grüner, der grüne Ideen verrät, in Lübeck ein Sozialdemokrat, der viel zu abhängig ist vom Geld der Millionäre. Welche Chancen haben die Kommunen da noch? Die Übermacht der Wirtschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese wirklich dringende Sorge und Notwendigkeit, irgendwie etwas zu machen in der Gemeinde, die macht im Grunde genommen, jetzt mal so form, viele Bürgermeister und Bürgermeister, die das nicht hören wollen, macht sie zu Erfüllungsgehilfen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schlechter, ökonomisch falsch, weil da Fehlentscheidungen fallen, und es ist politisch noch genauso falsch, weil dadurch im Grunde genommen das erlebte Demokratie vor Ort in der Kommune gewisserweise auch mit Füßen getreten wird. Am Ende unserer Reise besuchen wir den Lübecker Millionär Michael Haukohl. Hanseatisch zurückhaltend, sympathisch, großzügig. Er wusste mit 30, dass er nie wieder arbeiten muss. Auch er ist Stifter. Ein schwerreicher Mann, der sich entschieden hat, sein Vermögen der Gesellschaft zurückzugeben. Verraten Sie uns, wie vermögend Sie sind? Nein. Wie viel Geld es da gibt? Nein. Wie viel es auch immer ist. Er steckt es in seine Stiftung, fördert Bildung und Jugend. Vier Leute entscheiden, wohin das Geld geht, hinter verschlossenen Türen. Es beunruhigt ihn, wie machtlos die Politik inzwischen geworden ist. Es sind mehr Anträge, wo eigentlich vor ein paar Jahren es selbstverständlich war, dass der Staat das noch gemacht hat. Das sehen wir natürlich irgendwo mit Sorge. Wenn der Bürger merkt, er wird zwar zur Wahl aufgerufen, aber diejenigen, die er wählt, die können nichts mehr bewegen und nur noch den Mangel verwalten, dann wendet er sich natürlich ab. Das ist mit ein Grund, warum die Wahlbeteiligung so gering ist. Und es geht ja noch einen Schritt weiter. Diejenigen, die einfach von ihrem Naturell interessiert sind und Lust haben, sich an der Gestaltung unseres Gemeinwesens zu beteiligen, die stehen vor der Frage, gehe ich in eine Partei und lasse mich wählen in die Bürgerschaft, oder werde ich gefragt oder bewerbe ich mich, um in irgendeinem Stiftungsvorstand oder einer anderen Organisation tätig zu sein, die was bewegen kann. Und dann kann man sich ja an fünf Fingern ausrechnen, wohin er tendiert. Das ist nicht gut. Zufällig werden wir Zeuge einer Situation des Gebens und Nehmens. Schachlehrer Michael Weiß kommt und bittet wieder mal um Geld für seine Schach-AG. Er bringt Lübecker Schülern das Schachspielen bei.
versuchen wir, so viele Kinder wie möglich zum Schach zu bewegen im Grundschulen. Und Sie haben auch gerade einen Antrag gebracht. Ich habe auch gerade wieder einen Antrag gebracht. Glücklich die Stadt, die sich auf ihre Spender und Stifter verlassen kann. Aber wir fragen uns einmal mehr, ob die Abhängigkeit vom Geld der Millionäre nicht auch ein Risiko ist.